Also ich fand es cool, gefunden, dass wir trotz Corona gleich noch haben können, das Ensemble machen mit allen. Grundsätzlich hat jetzt die Corona-Massnahmen den Unterricht nicht wesentlich beeinträchtigt. Man hat halt die Schutzmaßnahmen müssen einhalten. Ich denke, die grösste Beeinträchtigung ist sicher zum Abstand halten. Weil früher hat man einfach schnell können zeigen, Spiel von da, Spiel von da. Und jetzt ist das halt alles umständlicher. Es braucht sicher mehr Zeit. Dafür müssen die Kinder viel mehr Eigenverantwortung übernehmen und selber mitdenken. Und das, glaube ich, tut niemandem schlecht. Einfach das Handy an und gefilmt, wie ich die Lieder gespielt habe, die ich als Hausaufgabe hatte und habe es dann meiner Lehrerin geschickt. Also ich denke, der Lockdown letzten Frühling hat zu einem grossen Digitalisierungsschub geführt, wie eigentlich glaube ich, in allen Branchen. Ein bisschen. Und bei mir war es so, dass ich dort angefangen habe, so Lernvideos zu machen und habe das eigentlich wirklich bis jetzt weitergezogen. Vor allem für Anfänger habe ich das Gefühl, ist das sehr gut, weil die sind oft auch nicht so flink mit Noten lesen. Und dann ist es manchmal recht schwierig, um daheim nochmal genau zu wissen, wie es jetzt gegangen ist. Und mit diesen Videos habe ich das Gefühl, ist die Hemmschwelle viel kleiner, um sich da nochmal damit zu befassen. Sie hat dann halt nicht direkt können sagen, ob ich es falsch gespielt habe oder nicht. Oder wo ich noch besser machen könnte. Das musst du schauen, dass es auf eine Pause hat. Und dann soll es aber auch mit der Musik klappen. Und dort mit der Pause hast du noch geschaut, ob du genug weißt, wie lang das die ist. Nein. So, da. Da kannst du den Boden stellen. Oder noch mit dem. Genau, die grosse Pause. Mhm. Oder wie gesagt, in dieser Pause. Ja, also ich merke es einfach immer, wenn du von da. Also, das heisst. Da bei der Pause, oder? Mhm. Musst du so lange warten, bis die da gespielt haben. Mhm. Und dann, ab wo musst du da spielen? Ab da, also da. Genau, mit dem Auftakt da. Und dann schau doch auf das nächste Mal, dass wirklich das Ganze fast mit der Musik. Mhm. Mit welchem bist du jetzt da? Im 2. Genau. Und dann wirklich, aber wir haben dich auch mal angeschaut, die, mhm. die 5 letzten Töne da. Dass du das nächste Mal wirklich mal bis mit dem 2 da kannst. Also, ja, wenn du wirklich auf die, an die Pause auf Eis denkst, dann kann da eigentlich nicht mehr viel falsch gehen. Okay. Super.